Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ein bisschen über meine DR sprechen und über meine Scripts. Also ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Also als erstes werde ich euch meine Scripts zeigen. Und zwar, ich habe alle meine Scripts in diesem wunderschönen kleinen Heftchen hier. Ich habe das von meiner Freundin zum Geburtstag gekriegt. Und es ist auch schon länger her, also ich glaube schon so 2 Jahre her oder dieses Jahr ist es dann 2 Jahre her. Aber ja, ich habe das zu meinem Geburtstag gekriegt und es ist halt eigentlich einfach so ein ganz normales Heft. Aber sie meinte halt, sie hat mir das gekauft mit so dem Gedanken, dass ich das halt für meine Scripts benutzen kann. Genau, also habe ich das auch gemacht und ich habe hier selbst so Bilder drauf geklebt, genau, und das Shifting-Symbol habe ich hier dran gemalt. Und genau, ich habe hier 2 meiner Scripts drin. Ich wollte eigentlich mehr reinschreiben, aber habe ich dann am Ende nicht gemacht. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Also der erste Script, der hier drin ist, ist mein Marvel-Script. Diese Script sind aber, wie gesagt, wirklich sehr alt und ich benutze die auch nicht mehr. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Hier steht auch sehr viel drin, was ich jetzt nicht mehr so machen würde. Also, ja, genau. Ich habe hier sehr viel reingeschrieben. Ich will nicht alles zeigen. Aber genau, ich habe damals auch Bilder ausgedruckt, extra hierfür. Und ich habe halt einfach eigentlich so ein bisschen, ja, sozusagen mein Leben, also hier ist so mein Leben in meiner DR. Das ist für meine Marvel-DR. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Aber das ist halt eigentlich ein bisschen einfach so das Leben. Hier ist so der Stark Tower und hier sind so die Avengers und so. Und hier ist dann Peter Parker, weil das ist sozusagen mein Significant Other in meiner DR. Deswegen habe ich da auch nochmal Bilder drin. Genau, ich habe auch, also ich habe halt noch das aufgeschrieben und hier sind nochmal Bilder von so den Kräften, die ich dann in meiner DR haben wollte. Ich habe da auch dran was geändert. Die sind jetzt nicht mehr ganz genau so. Aber ja, das ist mein Skript für meine alte Marvel-DR. Da shifte ich jetzt auch nicht mehr hin. Also genau, ist es sehr alt. Der nächste Skript, der hier drin ist, ist für meine Stranger Things-DR. Da shifte ich auch nicht mehr hin. Aber ich habe das hier alles so reingeschrieben und ich, also hier ist eigentlich nichts wirklich Gutes drin. Ich mag dieses Skript auch nicht wirklich, den werde ich auch nicht zeigen. Ja, der ist ein bisschen komisch, aber ja, ich habe meine Skripts auch damals alle auf Englisch geschrieben, weil meine DRs sind eigentlich alle auf Englisch, weil ich ja auch in Serien und Filme shifte, die eigentlich aus dem Englischen kommen. Und ich finde das einfach ein bisschen komisch, wenn die dann Deutsch sprechen. Deswegen habe ich einfach irgendwann entschieden, dass ich in meinen DRs Englisch sprechen werde und halt auch alle anderen auch. Und dann dachte ich mir, ich schreibe das auch einfach direkt so auf. Genau, ich habe in diesen Scripts, was mir aufgefallen ist für die Scripts ist, ich habe jedes Mal so mein Aussehen und auch mein Alter komplett geändert und ich mache das nicht mehr. Also ich bin in allen meinen DRs, sehe ich genauso aus wie in dieser Realität und ich habe auch das gleiche Alter. Auch so den gleichen Namen und so. Ich habe auch in all meinen DRs meinen Namen geändert und ich finde das eigentlich, also ich finde das nicht schlimm, wenn man das macht oder so. Wenn ihr das macht, nicht schlimm, auf gar keinen Fall. Nur ich finde das persönlich einfach ein bisschen anstrengend, wenn ich mich dann so dran gewöhnen muss, dass ich komplett anders aussehe, ein anderes Alter habe auf einmal und mit einem anderen Namen angesprochen werde. Deswegen dachte ich mir einfach, ich lasse es einfach so, wie es ist. Genau. Und ich habe jetzt auch, alle meine Scripts sind sozusagen einfach in meinem Kopf. Also ich merke mir das einfach. Ich habe auch nichts aufgeschrieben. Also ich glaube, das sind, obwohl, ich habe was aufgeschrieben, dazu komme ich später, aber was so wirklich auf einem Blatt Papier aufgeschrieben ist, ist wirklich nur das und das benutze ich ja nicht mehr, also
Genau, für meine Marvel DR und meine Stranger Things DR sind meine Scripts gerade alle nur in meinem Kopf. Also ich merke mir das einfach und genau. Was man aber auch machen kann und was ich auch mache, ist, dass man das einfach digital macht. Und ich mache das über eine App, ich mache das über Notion. Ich würde Notion sehr empfehlen für Skripten. Ich finde, also es ist einfach mega leicht und man kann das einfach sehr gut verstehen. Und soweit ich weiß, kann man auch Bilder einfügen und so. Und ja, ich finde, das ist eigentlich sehr vorteilhaft. Und ich habe auch, ich glaube, zwei oder drei meiner Scripts auf Notion geschrieben. Genau, und ich finde, das Beste daran ist eigentlich, dass man so Templates dafür kopieren und dann einfach einfügen kann. Also, weil ich das auf Englisch mache, gibt es ziemlich viele. Ich weiß nicht, ob es wirklich welche auf Deutsch gibt. Aber wenn man auf Pinterest geht und Shifting Script Template eingibt, dann kommt da eigentlich sehr viel raus. Und ich kann es auch mal hier einblenden, wie das aussieht. Aber es ist halt eigentlich nur so Name, Doppelpunkt, Age, Doppelpunkt. Und man muss dann das halt einfach nur kopieren, einfügen und dann ausfüllen. Und ich finde, wenn ich halt einfach keinen Bock habe, jetzt so einen ganzen Fließtext zu schreiben, dann ist das ziemlich vorteilhaft. Also ja, ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Ich mache das über mein iPad, weil ich finde, auf dem Handy ist das einfach zu klein. Aber wenn ihr keins habt, könnt ihr das natürlich auch auf dem Handy machen. Genau. Jetzt erzähle ich euch mal was über meine Haupt-DR. Also meine Haupt-DR nenne ich das einfach nur, weil das ist halt das, wo ich so am meisten hinschifte und worauf ich mich gerade eigentlich so am meisten fokussiere. Genau, und das ist meine Marvel-DR. Also es ist MCU, Marvel Cinematic Universe. Also nicht die Comics oder so, sondern halt wirklich so die Filme, die Serien, sowas. Und genau, in dieser DR lebe ich in Queens, in New York. Und ich gehe dort auch auf die Schule. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, Midtown High oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe auf die gleiche Schule wie auch Peter Parker bzw. Spider-Man. Genau, und ich lebe dort in einem Apartment mit meiner Tante. Also in meiner DR ist das meine Tante. Nicht wirklich in dieser Realität. Aber genau, und ich ziehe da sozusagen neu hin und ich komme dann halt einfach so ein bisschen an. Ich gehe auf die Schule, ich lerne dann Peter kennen und irgendwann sind wir halt so befreundet und ich bin dann auch mit seinen Freunden befreundet. Und genau, irgendwann im Laufe dann, vielleicht irgendwie so eine Woche später oder so, ich wollte das nämlich nicht mit so viel Zeitabstand machen, weil sonst bin ich irgendwie ein Jahr lang oder so in der DR und das will ich halt nicht so machen direkt. Deswegen irgendwie eine Woche später oder so, finde ich halt raus, dass ich Kräfte habe. Das war halt in meinem alten Skript die Kräfte, die eigentlich auch Wanda hat, nur in lila, in einer anderen Farbe, weil ich wollte halt nicht, dass es rot ist und dann genau das gleiche wie sie ist. Ich bin mir aber in letzter Zeit nicht sicher, ob ich das wirklich so lassen möchte. Ich bin ein bisschen so dran am Zweifeln, ob das wirklich so das für mich ist. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute, die in so eine. Tut mir leid. Die in so eine Marvel-DR shiften, einfach genau die gleichen Kräfte wie Wanda einfach übernehmen und dann eine andere Farbe ändern. Und ich habe das dann halt auch einfach gemacht, weil ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Aber ich bin halt in letzter Zeit so ein bisschen am Überlegen, ob ich das vielleicht ändern möchte, ob ich vielleicht die gleichen Kräfte wie Spider-Man haben möchte. Weil ich finde, hallo, wie cool muss das sein, Spider-Man zu sein? Also bitte. Genau, deswegen bin ich mir da in letzter Zeit nicht mal so sicher. Genau, und ich finde dann halt irgendwann raus, dass ich so Kräfte habe und so. Und die erste Person, der ich das halt so Bescheid gebe, ist dann Peter, weil es ist ja halt so die einzige Person, die ich wirklich kenne und dann auch vertrauen kann, weil ich bin erst eine Woche dort. Und genau, und er ist ja so in Connection mit Tony Stark und so. Und das Einzige, was er dann halt weiß zu machen, ist zu ihm zu gehen, was er dann macht. Und ja, so komme ich sozusagen so in Verknüpfung mit Tony Stark und den Avengers. Und genau, mehr dazu habe ich gar nicht wirklich gescriptet. Also dann passiert es halt einfach. Und irgendwie werde ich dann halt auch zu den Avengers gehören, weil meine Kräfte sind halt einfach,
Ja, also das kann man dann halt gut gebrauchen. Und genau, ich habe ja gar nicht so viele Details zugescriptet, weil ich will das halt auch selbst ein bisschen erleben und ich will nicht so das, jedes kleine Detail selbst skripten, als ob ich eine Geschichte schreiben würde. Deswegen, genau, deswegen, ich weiß nicht, was dann passiert, ich werde es dann durchleben und ich gehöre dann halt irgendwann auch zu den Avengers. Und genau, das, also so der größte Punkt, der mir bei der DR eigentlich auch wichtig ist, ist, dass alle Avengers im Stark Tower leben. Also ich kann mal einblenden, was das überhaupt ist, für die, die es nicht wissen. Aber das ist eigentlich so, was mir am wichtigsten ist, weil ich habe halt, also ich finde so diesen Gedanken, dass so alle Avengers zusammenleben und dass man halt so, ja, einfach zusammen chillt den ganzen Tag, irgendwie ganz cool. Genau, und deswegen habe ich das so gescriptet, dass halt die meisten Avengers dort leben. Und ich werde dann auch irgendwann dort hinziehen, glaube ich, werden wir dann sehen, wenn ich dort bin. Und genau. Und das ist halt eigentlich so, was das Wichtigste für mich ist. Das ist eigentlich so meine Marvel-DR. Es sind halt noch mehr Details, aber würde ich das jetzt alles erzählen, würde dieses Video viel zu lang werden. Deswegen, genau, das ist eigentlich so grob meine Haupt-DR. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Dieses Video war ein Wunsch von euch. Ich hatte nämlich über Instagram gefragt und genau, da hat jemand gefragt, ob ich ein bisschen was über meine DR erzählen kann. Deswegen, ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat zuzuhören. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt über Shifting und so, schreibt mir gerne auf Insta. Genau und tschüss.